Hallo Freunde, jetzt geht's weiter ins Warm-up. Wir bleiben bei unserem alternierenden Tabata. Die erste Übung Squat Hold, 20 Sekunden im Squat halten. Unter Parallel, wenn es euch möglich ist, ansonsten so tief wie ihr eben runterkommt. Dann gibt es 10 Sekunden Pause. Zweite Übung Elbow Pull Hold. Ihr legt euch auf den Boden ab, Schulter geht weg vom Ohr und ihr schiebt euch mit dem Ellbogen nach oben durch und bleibt stabil und auch das haltet ihr 20 Sekunden. Wenn ihr die 8 Intervalle durch habt, seid ihr mit dem Warm-up durch, dann geht es weiter ins Workout. Für heute gibt es ein alternierendes E-Warm, das machen wir für 18 Minuten. In der ersten Minute ist die Übung 10 dynamische Tabletops. Ihr habt Knie über dem Fuß und dann das Knie, Hüfte und Schulter auf einer Höhe. Ihr geht nach unten, Hintern ist knapp über dem Boden und dann streckt ihr euch nach oben wieder durch. Wenn ihr davon 10 gemacht habt, ist Rest der Minute Pause und die zweite Übung sind dann 10 Elbow Pulls. Ähnlich wie beim Aufwärmen, nur jetzt schiebt ihr euch nach oben, lasst euch wieder ab, schiebt euch wieder nach oben. Wenn ihr auch die 10 habt, ist auch wieder Rest der Minute Pause. Und die dritte Übung, die wir für euch haben, wir machen FLR Rotations, das heißt, ihr startet oben im Forward Lean Rest. Dann geht es runter auf die Elbow Plank. Und wieder nach oben. Hüfte bleibt stabil und Bauchspannung bleibt auch erhalten. Genau. Und es wäre schön, wenn ihr jede Runde die Seite wechselt. Also nicht immer mit dem gleichen Arm runter geht und wieder auf, sondern das eben abwechselt. Wenn ihr dann durch seid mit den 18 Minuten, machen wir noch ein Double Tabata. Das heißt 40 Sekunden Arbeit, 20 Sekunden Pause, Couch Stretch. Wenn es nicht möglich ist, Knie an der Wand, Fuß vorne aufgestellt und versuchen mit dem Rücken die Wand zu berühren. Wenn euch das nicht möglich ist, einfach so weit reingehen, wie es euch möglich ist, die 20 Sekunden eben zu halten. 40 Sekunden, Entschuldigung, 40. Viel Spaß!